Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Herolde des Schattenmondglanz anzunehmen bei Zorvus der Richter im Schattenmondtal. In diesem Gebiet, der patrouilliert hier durch die Wildhammerfeste. Vorquest war Spiritus ex machina. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte auch in BC Classic helfen. Hier seht ihr das Questgebiet und nun zeige ich euch, was man machen muss. Erstmal schaut man ins Inventar. Da entdeckt man das Quest-Item, was man mitbekommen hat von der Quest. Legt es an. Dadurch wird das eigene Equip abgelegt. Nicht vergessen, es zu tauschen, wenn ihr mit der Quest fertig seid. Und nun sieht man hier Heroldin des Schattenmondclans. Diese sieht man nur, wenn man diese Brille angelegt hat. Also, davon darf man 12 Stück töten. Ich habe es auf YouTube übrigens auch geschafft, die Kanalmitgliedschaft zu aktivieren. Falls es euch auch nur ein bisschen interessiert, einfach draufklicken. Gibt auch ein Infovideo, warum, wieso, weshalb. Falls es euch nicht interessiert, bitte ignorieren, keiner zwingt euch zu was. Wir leben alle in Frieden. So. Nun habe ich schon 7 von 12. Ach, noch was. Ich bin übrigens auch auf Twitch unterwegs. Da sind die Leute immer ganz überrascht, wenn sie mich da entdecken. Und ja, von wegen, was, du streamst auch? Das wusste ich gar nicht. Ja, deshalb sage ich es euch jetzt. Link zu meinem Twitch-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Und meine Streaming-Zeiten sind ganz leicht zu merken, nämlich SSDD, heißt Samstag, Sonntag ab 6 Uhr in der Früh. Und DD ist Dienstag und Donnerstag, da ab 17.15 Uhr circa. Ist ein bisschen arbeitsbedingt. Quest ist abzugeben bei Zorvus der Richter. Im Schattenmondtal, in diesem Gebiet. Und wie am Anfang erwähnt, nicht vergessen, das alte Equip anzulegen. Nicht, dass ihr mit der Brille hier im Schattenmondtal umeinander lauft. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr mir auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet. Und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Nicht vergessen, in der Videobeschreibung Link zum Twitch-Kanal. iZocke, Ende.